Nichts geht mehr in der Tulpenallee in Kassel. In den nächsten zwei Wochen wird zunächst die Fahrbahn im Bereich des Gewächshauses komplett erneuert. Ende Mai soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Dann präsentiert sich der neue Straßenabschnitt mit einem hellen Asphaltbelag, der sich so besser in die Landschaft des Bergparks einbringen soll. Die Vollsperrung ist trotz eindeutiger Beschilderung bei manch einem Verkehrsteilnehmer noch nicht angekommen. Trotz Verbotsschilder wird zunächst versucht, vielleicht doch noch durchzukommen, muss dann jedoch wegen fehlender Straße den Rückzug antreten. Der Verkehr von der Rasenallee kommend wird über die Ahnertalstraße umgeleitet. Hier im Kreuzungsbereich Haleshäuser Straße, wie auch auf den Strecken Lossberg, Hessberg, Bremelbachstraße und der Wilhelmshöher Allee, kann es in den Stoßzeiten zu erheblichen Behinderungen kommen. Es wird empfohlen, soweit möglich, den Bereich weiträumig zu umfahren.